geschehen. Was ist mit dir? Mit mir nichts. Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben. Ich bin Rupert Brandhuber, Medikus aus Edirne. Mein Freund und ich suchen nach seltenen Heilpflanzen. Dieser Wald ist nicht gerade der ideale Ort dafür. Man hat uns gewarnt, aber wir haben's in den Wind geschlagen und sind zur Ruine gegangen. Keine Spur von Kräutern, aber da unten war etwas Grässliches. Ich konnte fliehen, aber Gridley... Was war das? Hörst du? Das ist Gridleys Hund. Spürst du das auch? Da kommt etwas. Rette mich! Was war das denn jetzt? Ich kann das Spiel jetzt nicht speichern. Am Arsch! So, kann ich jetzt? Nein. Was ist mit dir? Finde meinen Freund. Ich bitte dich. Kann man jetzt hier speichern? Das klingt so, als würde das von links kommen. Und als sei gerade etwas getötet worden. Und als könnte ich hier nicht rüber. Verdammten Mistviecher. So, weiter geht's. Das war wohl der Hund. Ui, ui, ui. Kann ich den nicht ausnehmen? Oh, schau an. So ein Buff ist immer gut. Ja, dann geht's wohl jetzt da unten rein. Mal gucken, was da so gibt. Ich muss ja sagen, ich habe schon ein bisschen Angst. Oh, Zwischensequenz. Das hätten sie nicht tun dürfen. Verrückter als die Irren. Diese Gier. Was? Wieso sehe ich denn auf einmal Geister? Ist das hier so üblich? Na, erstmal die Zaunrübe mitnehmen. Da kann ich nicht durch, aber ein Kräuter. Krankenhausakte 3 und Krankenhausakte. Alles nehmen. Moment, welches Schwert muss ich. Ach du Heilige, die sind ja. Die sind ja mal gar nicht so schwach. Komm, ich möchte das andere Schwert nehmen. Vielleicht bin ich damit stärker? Nicht mal ansatzweise. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das wird böse enden, liebe Leute. Also natürlich, ich mach sie mit Arc platt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche mehr Adrenalin, Adrenalin, gib mir Adrenalin. Das hat nicht funktioniert. Hallo, was ist denn das? Das Irrenhaus ist ganz schön irre. Welche Überraschung. Nochmal Geister töten. Oh, die Geister waren ganz schön hart. Okay, nochmal da rein. Das hätten sie nicht tun dürfen. Verrückter als die Irren. Diese Gier. Ich wurde übrigens gerade ins Team angeschrieben. Ich werde das jetzt mal freundlichst überhören. Speichern. Ach, dann geht das hier zu. Ja, das ist ja der perfekte Start. Bist du
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich treffe die ja überhaupt nicht. Ach, weil die ausweichen, die Schweine. Mein Gott. Boah, das gibt's doch überhaupt nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Habe ich noch Bomben? Das wäre jetzt gut. Schauen wir doch mal nach. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur noch diese Fallen, die mir überhaupt nichts bringen. Okay. Dann soll es so sein. Donnerschlag. Ach, die absorbieren den Schaden. Und machen mir aber übelsten. Komm, komm, komm schon. Jawohl. Ah. Komm schon, weg, 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 weg. Quinn. Jetzt drauf, drauf, drauf. Boah. Junge, 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 Junge. Was muss man jetzt tun? Wie wär's mit Speichern? Jetzt kann ich wieder nichts machen. Achso, jetzt kann ich wieder dazwischen. Wie konnten Sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Was sagt mir das denn jetzt? Großartig. Hier kann ich aber nirgendwo hin. Hä? Das funktioniert so nicht. Ach, da oben bin ich runtergesprungen. Nochmal die Quest hier mal lesen. In den Fängen des Wahnsinns. Blablabla. In der Kiste fand Geralt die Aufzeichnungen eines Arztes, aus denen hervorging, dass hier mit psychisch kranken Menschen experimentiert worden war. Geralt las außerdem von einem Kriegsgefangenen aus Nilfgaard, den Soldaten in das Anwesen gebracht hatten. Sie wollten ihn verhören, doch die Aufzeichnungen brachen ab. Geralt begann das Anwesen nach Spuren von Gridley zu durchsuchen. Erscheinungen können Fallen stellen, wie jeder andere auch. Geralt wurde von einem Rudel hungriger Geister angegriffen. Er setzte sich zur Wehr und bemerkte dabei eine Kiste an der Wand. Die habe ich doch gerade schon. Eine Kiste an der Wand? Egal, ich wollte mal einen Blick jetzt hier in die Aufzeichnungen werfen. Krankenhausakten. Ja, Hammer. Patient ist an Ruhe erkrankt, keine Hoffnung mehr für ihn, habe Isolierung und Gebete für ihn angeordnet, habe ebenfalls beschlossen, die Kräuterdosis zu erhöhen. Ehrlich gesagt, mir scheint, sie heilen, aber sie lösen auch die Zungen. Aha. Krankenhausakten, alle Seiten wurden rausgerissen, es ist nur noch der Unschlag geblieben. Muss ich jetzt nach weiteren Truhen suchen? Muss ich mir die hier nochmal angucken? Die kann ich mir nicht nochmal angucken. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ich ins Feuer gehe. Ich werde nicht mit dem Feuer spielen.
Wollte ich gerade sagen. Ah doch, das war vielleicht gar nicht so falsch. Ah, es tut weh! Es tut weh! Ach du Heilige. Was haben wir hier uns nur eingebrockt? Das war so klar. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Komm schon! Ah! Weg da! Ich will zu viel. Ich will zu viel. Ich komme ja nicht mehr raus. So, Nummer 1 getötet. Nummer 2 folgt hoffentlich gleich auf. Jawohl. Boah. Speichern. Kronos Akte 1, Orons, Rune der Erde, Amethystenstaub, solides Tuch und solides Entermesser. Schauen wir doch mal in Krankenhaus Akte 1. Die Frau zeigt heftige Anzeichen von Schizophrenie. Um ihre Schönheit zu schonen, habe ich auf die Therapie mit dem brennenden Reif verzichtet und auf Behandlung mit Kräutern in erhöhter Dosis gesetzt. Wegen der Aggressionsanfälle habe ich empfohlen, die Patientin in Ketten zu legen. Ihre Wandmalereien zur Analyse. Oh, ich bin überlastet, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so schön. Was habe ich denn überhaupt aufgenommen? Solides Entermesser mit einem Schaden von 15 bis 21. Ist gebongt. Ist sowas von gebongt. Der Gegenstand, den werfe ich einfach mal weg. Genauso wie den auch. Und den auch. Und jetzt können wir noch eine Verbesserung machen. Vitalität plus 25. Schadensreduktion beim Blocken. Machen wir doch das mal da drauf. Jawohl. Aber ich muss die doch gar nicht mit dem Stahlschwert hier... oh mein Gott, Stahlschwert bekämpfen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So weh. Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Was kommt jetzt? Sie sollen leiden! Sie verdienen es! So weh. Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Das ist schon sehr creepy. Es tut so weh! Was zeigt bitte mir das denn an? Hilf mir! Gib mir Medizin! Der Boden bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Ha. Der Boden bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Lass mich! Verschwinde! Ganz ruhig. Das war nicht meine Schuld. Ich war das nicht. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Feuer. Überall Feuer. Das sollte nicht passieren. Ich wollte das nicht. Ich schwöre. Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Jetzt muss ich hier auch noch ein Beruhigungsmittel finden. Okay, speichern. Natürlich, was sonst? Das sind nur Ohrens, haben wir öde. Tut nichts, weg damit. Was immer hier geschehen ist, es hat die Insassen tief beeindruckt. Bis auf den Stein. Ach, wer hier?